Stucki Ducki 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 City, das ist Jamaram. Und wir befinden uns hier live und direkt bei Stucki TV und ihr schaut Stucki trifft. Also viel Spaß damit. Stucki TV, deine Stadt, dein Sender. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stucki TV trifft. Heute mit den Jungs von Jamaram. Hallo! Jamaram. Wunderbar. Dankeschön. Die erste Frage, ganz simpel, aber wahrscheinlich die wichtigste. Wo habt ihr euch kennengelernt und seit wann gibt's Jamaram? Wir haben uns in einem Porno-Kino kennengelernt. Alle zusammen, alle acht, durch Zufall alle in diesem Kino gesessen. Und hatten irgendwie auch dieselben Vorlieben und dann haben wir uns gedacht, cool, dann machen wir doch eine Band. Also es war krass, aber war tatsächlich so. Euer Bandname ist jetzt nicht ganz gewöhnlich. Ich konnte ihn gerade schon nicht richtig aussprechen. Wie kam es dazu? Was hat das für eine Bedeutung für euch? Jam kommt von Jammen, also schön Musik machen zusammen und improvisieren. Und darauf basiert so das Ganze ursprünglich. Daraus ist natürlich jetzt eine 2-Stunden-Megashow geworden, die so durchgestylt ist, wie es nicht anders durchgestylt sein könnte. Aber das ist der Ursprung auf jeden Fall von dem Namen. Jamaram. Und es gibt eine schöne Anekdote dazu. Eigentlich hatten wir gar keinen Namen. Und dann haben wir von Jugendzentrum zu Jugendzentrum gespielt. Und eines Tages kam der Veranstalter zu uns und meinte, okay, wir sagen euch an. Wie heißt denn ihr? Wir so, wir haben keinen Namen. Wir so, ja, ihr braucht einen Namen, ich sage euch an. Und so, okay, wir überlegen uns was. Und dann haben wir einen Hut irgendwie genommen und Namenszettel reingeschmissen und Vorschläge. Und daraus wurde Jamaram gezogen. Also gab es keine andere Wahl oder ihr habt euch speziell entschieden zwischen zwei oder drei Namen? Das musste schnell passieren und es wurde einfach aus der Not rausgeboren, dieser Name. Klingt ja super. Ihr seid eine recht große Gruppe, also ihr seid 8 Mitglieder. Und jetzt mal ehrlich, gibt es da nicht manchmal so ein absolutes Chaos oder? Nee, weil wir haben noch ein 9. Mitglied und ohne dem würde es tatsächlich Chaos geben. Aber wir haben uns eine Frau engagiert, die ist ja auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren mit dabei. Das ist die Coco und die hält den Laden zusammen. Also die schaut, dass wir pünktlich ankommen, dass wir unseren Flieger erwischen oder pünktlich zur Abfahrt da sind oder dass wir aus dem Hotel pünktlich auschecken, dass wir pünktlich auf der Bühne stehen. Die macht alles und deswegen gibt es Jamaram noch, wegen dieser Frau. Aber jetzt mal zur Musik. Wenn ihr euren Musikstil und eure Band beschreiben müsstet, welche Wörter würdet ihr oder was würdet ihr sagen? Reggae, Ska, Hip-Hop, Elektro, Dubstep, Drum and Bass. Ja. Latin. Und auch noch irgendwas anderes, was du dir wünschen würdest. Spielen wir bestimmt auch. Also ihr macht alles, von A bis Z. Ja, das Problem ist irgendwie, wir hatten schon den Grundtenor Reggae zu machen. Damit haben wir so angefangen und haben dann aber schnell gemerkt, dass sich in Reggae viel vereinbaren lässt und dass wir auch 8 unterschiedliche Geschmäcker haben und dass irgendwie Blues da genauso gut reinpasst wie Ska oder wie Rock oder Funk. Und so haben wir uns nie auf einen Stil festgelegt und selbst nach dem 9. Album haben wir es immer noch nicht geschafft, eine einheitliche Platte zu machen, sondern haben einfach das gemacht, worauf wir Bock haben. Und das ist einfach so eine wilde, bunte Mischung. Ihr kommt ursprünglich aus München. Wie erlebt ihr das Stuttgarter Publikum? Stuttgarter Publikum? Ja, wir spielen ja bei euch im Universum irgendwie meistens. Ich weiß nicht, was war der andere Club? So ein großer Club mit so. Also ich habe Stuttgart so erlebt, dass ein Club nach dem anderen zumacht. So habe ich Stuttgart erlebt. Ja, genau, die Röhre hat zugemacht. Ja. Geiler Club, leider. Jetzt das Universum ist, glaube ich, auch nicht ganz ungefährdet, dadurch, dass da irgendwie ein neuer Bahnhof gebaut wird oder werden sollte oder so. Ich weiß nicht, was der neueste Stand ist, aber ich glaube, der wird gebaut. Genau, also Universum geht also auch. Dafür hat Stuttgart einen neuen Bahnhof. Das ist auch sehr wichtig, finde ich persönlich, weil ich fahre gern Bahn, weil überteuert fahren macht mir einfach Spaß. Okay. Ja. Das ist eine klasse Lösung. Wenn ihr jetzt nicht gerade auf der Bühne steht, was macht ihr sonst so?
Also ich bin noch Familienvater und der Typ neben mir auch. Das ist unser größtes Hobby und auch unsere Berufung mittlerweile, weil wir wunderschöne, süße Töchter haben. Meine ist noch nicht da, also ich gehe jetzt zu sehr ins Detail. Aber auf jeden Fall, das ist, was wir auch noch machen, Familie mittlerweile. Und ich mache auch noch Schauspielerei und mache auch noch Musik mit anderen Leuten und so. Und was machst du, Leine? Ich mache auch Musik mit anderen Leuten und habe natürlich mein Kind. Und es ist, ja, wir haben im Gegensatz zu anderen, haben wir unsere Arbeit am Wochenende. Und unter der Woche haben wir komplett frei eigentlich. Da können wir es uns selber einteilen, wie wir wollen. Ich auf jeden Fall. Mox ist nicht, aber ich habe eine Woche frei. Ich habe was vergessen. Und zwar habe ich noch eine tolle Produktionsfirma, Filmproduktionsfirma. Wir machen Dokumentarfilme, Musikvideos, alles, was gerade so Bock macht. Weil ich mir gedacht habe, es gibt so viel Scheiß im Fernsehen und ich habe auch schon mal so viel Scheiß mitgespielt. Ich kenne es von hinten und von vorne und von der Seite und von rechts und von links. Da habe ich mir gedacht, ich möchte auch mal was Schönes machen und habe mit unserem Saxophonisten Pecorini unsere eigene kleine Produktionsfirma aufgemacht. Und da gibt es auch schöne Sachen. Das heißt, passt schon Productions. Wenn man danach sucht, findet man auf YouTube ganz tolle Sachen von uns. Sehr schön. Musikalisch gesehen, wie sieht es für euch jetzt aus in näherer Zukunft? Was ist geplant? Was für Projekte stehen an? Was für Auftritte sind geplant? Oh, wir haben einen schönen Auftritt, der jetzt kommt am Woodstock Festival in Polen. Da sind knapp 600.000 Leute geplant. Und da dürfen wir zum ersten Mal spielen. Das ist eine großartige Ehre. Da freuen wir uns drauf. Und dann steht natürlich ein neues Album im Raum, will geschrieben werden. Und da müssen wir jetzt Songs schreiben dafür und sammeln. Für wann ist das geplant, das neue Album? Aufnehmen werden wir es wahrscheinlich nächstes Jahr. Ob es dann noch schon rauskommt, ist die Frage. Aber eigentlich haben wir immer unseren Zwei-Jahres-Takt eingehalten. Jetzt kam gerade das Best-of raus. Dann pünktlich, sogar anderthalb Jahre später, kam unsere Scheibe Heavy Heavy raus. Das ist eine sehr schöne Platte, zusammen mit sechs Sängern und Sängerinnen aus Zimbabwe. Die haben wir extra eingeladen, weil wir haben dort auch gespielt. Und haben die dann eingeladen und jetzt haben wir zusammen mit denen eine tolle Platte gemacht. Die heißt Heavy Heavy, die ist gerade rausgekommen. Und deswegen wäre es nächstes Jahr wieder an der Zeit. Wunderbar, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.